Tag. Hier bei Ihnen kommt richtig Dschungelfeeling auf. Ja, wir sind ja hier auch quasi im Dschungel, wie Sie sehen. Wir haben unseren Tiger dort, wir haben den Wasserfall. Und das Ganze haben wir deswegen gemacht. Sie sehen gerade, ich habe hier nochmal die Tür vom Gehege aufgemacht. Wir sind hier bei unserem Top-Fokus-Artikel für dieses Jahr. Das ist die Dschungelforschungsstation oder Dschungel-Kroko-Station. Das ist der Besuchermagnet. Das ist der Besuchermagnet, deswegen ist auch diese Verbindung da. Wir wollten das Ganze ein bisschen dschungelmäßig machen. Ja. Und wir haben schon die Resonanz bekommen. Also es ist eines der Highlights der Messe. Hier ist ein bisschen Bewegung und Action da und das kommt gut. Es gibt auf jeden Fall nur einen Wasserfall auf der Messe. So viel ist schon mal sicher. Das ist doch wunderbar. Genau. Wir sehen hier unsere Kroko-Forschungsstation. Besteht aus mehreren Teilen. Einmal diese tolle Krokodilfalle, die gleichzeitig auch als Versteck dienen kann. Man kann also auch hier dann entsprechend den Spielwert erhöhen und hat dann die Möglichkeit, etwas darin zu verstecken. Oder die Hand rechtzeitig wieder rauszuziehen. Ja, gell? Aber das ist kindersafe. Es geht. Okay. Wir haben dann natürlich hier unsere Dschungelhütte. Wir haben das Gehege dazu mit dem schwarzen Panther drin. Wir haben hier noch ein extra Reservat für die ganz gefährlichen Tiere. Wenn hier unser Krokodil raus will, können wir es natürlich auch wieder einsperren. Sodass am Ende alles sicher verpackt ist, weil im Dschungel gibt es ja doch gefährliche Tiere. Es gibt einige Risiken und wie Sie ja wissen, steht Schleich dafür, dass wir wunderbare Tiere haben. Ich darf Ihnen mal hier den Gorilla zeigen, der hier schon sehr authentisch dasteht. Und wenn Sie sich den anschauen, der ist also wunderbar gezeichnet. Die Augen, die gucken so, als lebt er wirklich. Aber man sieht wirklich hier, es sind winzige Augen. Genau. Aber es ist nicht so, dass das eine Auge da und Nein, das andere, sondern er schaut mich an. Er schaut einen an und das ist das Faszinierende. Dann bin ich dabei. Froh, dass er so klein ist. In echt wäre er ja, genau. sehr groß. Ja. Also ich glaube, das ist eine wunderbare Verbindung, die uns da gelungen ist zwischen den klassischen, extrem realen Tieren von Schleich und einem tollen Spielszenario für die Kinder, sodass sie auch ein bisschen mehr in eine Spielwelt hineinkommen. Das hier ist so das Exotische, was Schleich zu bieten hat. Das ist in dem Bereich. Es gibt aber auch so den Alltag, oder? Ja, wobei Wildlife, wir machen ja Tiere, die realitätstreu sind. Das ist ja auch Alltag, nicht für die Kinder, die hier in der Stadt leben.